was zum? Das hatte aber jemand richtig Hardcore-Periode. Was ist denn jetzt los? Und ich sage schon die Shit-Chroniken. Also, wenn du das erlebt hast, dann ist. Ladies, wash herum? Wash, wie wäscht sie sich? Wie rum? Also, so schnell, ich will eigentlich wieder in Kapitel 3 rein, Entschuldigung. Eigentlich suche ich immer noch Kapitel 2. Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier im Klo. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Ja, denn die Shit-Chroniken gehen doch schneller als erwartet in Runde Nummer 2. Und ich dachte mir, na Mensch, packen wir das einfach mal zum bisschen Talken am Anfang euch abholen in ein Game, nämlich dieses Toilet Chronicles Teil 2. Wir haben es schon mal angespielt, als die Shit-Chroniken begonnen haben. Ich hätte ja gehofft, dass es nicht so schnell einen zweiten Teil gibt, aber ihr habt ja sicherlich, die den Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, festgestellt, irgendwas war die Woche mal wieder komisch. Es zieht sich momentan wie ein roter, oder sollte ich eher in dem Zusammenhang sagen, ein brauner Faden, aber das wird dann auch sehr, sehr komisch, wie ein Faden durch meinen Kanal. Denn die letzten 5 Jahre davor, oder beziehungsweise 5,5, kann man quasi sagen, habe ich konstant sehr straff und stringent sehr viel Content gebracht und mich im Content gesteigert. Und dann kam einfach November. Und seit November ist bei mir einfach in meinem Privatleben, meiner Gesundheit, meiner Existenz und allem. Ja, also, lasst uns vorneweg hier erstmal auf Klo ein bisschen umgucken. Es sagt uns ja formal, wir sind allein, aber ich denke mal, der Dude da in Kabine Nummer 2 wird ja wahrscheinlich sein, wir stehen einfach mal hier und schnacken. Es ist so wie, wir sind jetzt gerade aufs Klo geflüchtet, um mit der besten Freundin zu reden. Das seid jetzt mal ihr. Ich hole euch mal ein bisschen ab, Ladies and Gentlemen. Alter, es tut mir so leid, dass die Woche content-technisch war ja nix. Also das war ja weniger als nix. Was soll ich sagen? Nachdem die Woche davor ja schon so ein bisschen im Struggle von Kabeln und Technik und Switch-Let's Plays mich so übelst abgefuckt hat, ich hier echt einiges geändert habe. Ich habe es immer noch nicht getestet. Ich weiß noch nicht, ob das, was ich geändert habe, läuft. Kam halt dann die neue Woche. Arbeiten, Stress, nach Hause kommen, müde sein. Ja, soweit okay, ne? Dachte ich mir, gut, Ende der Woche wird es alles ein bisschen besser. Dienstag war ich noch mit einer Kollegin essen. Das war mir auch sehr wichtig. Das war mal was, wo ich dachte so, okay, kein YouTube. Freundin, Zeit mit Freunden verbringen, auch wichtig. Etwas, was ich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen mehr versuche, in mein Leben einzubauen. Und das bekommt mir sehr, sehr gut. Und es führt auch dazu, dass ich so meinen Freundeskreis ein wenig erweitere, was sehr, sehr gut ist, denn er ist sehr, sehr geschrumpft. Was soll ich sagen? Tja, und dann dachte ich so, ja, gut, das wird Ende der Woche. Donnerstag hatte ich einen Zahnarzttermin. Und Zahnarzt ist bei mir tatsächlich so die Achillessehne schlechthin. Also ich bin richtiger, hochgradiger Angstpatient. Deswegen bin ich einerseits sehr, sehr stolz, dass ich diese Geschichte jetzt angegangen bin und wir auch aktiv zueinander gefunden haben. Ich habe nämlich eine ganz, ganz zauberhafte, tolle neue Zahnärztin, die wirklich Zucker eines Menschen ist. Und ich bin so, so dankbar, dass mir diese Frau empfohlen wurde. Was soll ich sagen? Ja, die Narkosen haben irgendwie so gut gar nicht gewirkt. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie sind mir halt übelst auf den Kreislauf gegangen. Die Gute musste irgendwie zweimal nachspritzen und mit jedem Mal nachspritzen verabschiedete sich mein Kreislauf am Donnerstag dann mehr. Und ich habe im Endeffekt trotzdem, trotz diesen drei brachialen Hammern noch was gemerkt, wo sie meinte, nächste Option wäre tatsächlich nur Vorschlaghammer, wo ich mir auch dachte, yay, ich lieb's, ich freu mich. Ja, nach der letzten Spritze hatte die Gute dann auch echt zu tun, meinen Kreislauf wieder hochzuholen und hat mich riesen, also so, ich habe so eine ganz, die ist so, ja, körperlich gesehen sehr, sehr klein und ich bin körperlich gesehen sehr, sehr groß, hatte die Gute wirklich zu tun, meine Beine hochzuhalten und meinen Kreislauf wieder hochzuholen. Das war so mein Donnerstag, hatte ich also nicht so wirklich Laune irgendwie noch was zu machen, ich hätte auch nichts sagen können. Wobei, gibt es einen Zahnarzt-Simulator? Das wäre dann vielleicht was wir demnächst dann spielen können. Da kommen nämlich vielleicht noch ein paar Termine. Ich habe jetzt irgendwie in dem einen Zahn ein Medikament drin, plus etwas draufgedöngelt. Wir hoffen, dass wir um eine Wurzelbehandlung drumherum kommen. Schauen wir mal, was aus der Geschichte wird. Das so viel zu der einen. Sie hat aber halt tatsächlich an einem anderen Zahn noch was entdeckt, was wir jetzt angehen müssen.
Schauen wir mal. So, dann kam Freitag. So, dann kam Freitag. Und freitags wollte ich eigentlich mit einem anderen Kollegen etwas essen gehen. Wir wollten lecker Ramen essen gehen und ich habe mich so übertrieben drauf gefreut. Ich habe morgens einen Smoothie getrunken, den ich aus meinem Kühlschrank geholt habe. Und zwar von Firma True Fruits, die Kaufland-Kooperationsvariante. Die war schon 2 Wochen abgelaufen, muss ich dazu sagen. Mache ich halt öfter, weil bis jetzt ging es immer gut. Es ging einfach immer gut. Tja, aber irgendwann kommt es einmal, wo es nie wieder gut geht. Und jetzt werde ich nie wieder in meinem Leben gekaufte Smoothies trinken. Das weiß ich jetzt schon. So, zumindest für die nächste Woche. Ja, dieser Smoothie war 2 Wochen abgelaufen und er hat auch weder schlecht gerochen noch schlecht geschmeckt. Ich habe ihn halt ultra kräftig geschüttelt und dachte halt irgendwie, ich hätte halt so den Bodensatz so richtig hart aufgewirbelt, weil das war das Einzige, was ich zwischendurch beim Trinken, ich weiß, da werden jetzt die einigen schon sich übergeben und Übelkeit empfinden, wenn ich Folgendes sage. Ich hatte halt so kleine, glibbrige, so ein bisschen wie vom Bubble Tea, deswegen hat es mich halt nicht gestört, weil ich Bubble Tea liebe und ob jetzt mit Tapioca oder irgendwas, da hast du ja, das ist ja alles so ein wabbeliges Zeug. Daran hat sie mich halt so ein bisschen dran erinnert und fand es eigentlich ehrlich gesagt ziemlich geil. Habe mich in dem Moment auch nicht gefragt, könnte es irgendetwas anderes sein. Ich habe halt gedacht, das ist halt der übelste Bodensatz. Wobei, im Nachhinein, letztendlich hätte ich als mikrobiologisch versierte Person am besten wissen müssen, dass es nicht nur läppischer Bodensatz hätte sein können, sondern ich hätte in dem Moment eigentlich schon wissen müssen, was du da tust. Wird dir in den nächsten Stunden nicht gut tun. Denn was dann passierte, Freunde? Ich hatte wirklich Mühe und Not von Arbeit, dann irgendwie wegzukommen. Ja, endete in der hässlichsten Magen-Darm-Geschichte, die ich seit langem hatte. Und ich habe jetzt noch Bauchzwicken. Ich habe aus meinem Arsch kam gefühlt die ganze Regenbogenpalette an dem, was hinten rauskommen kann, raus. Aktuell bin ich bei Farbe Weiß. Ja, tatsächlich Weiß. Ich musste selber googeln, ob es das gibt und was das bedeutet. Es soll angeblich heißen, zu wenig Gallensäuren, was in der ganzen Kombination absolut Sinn macht. Also es kam mir einfach aus allen Ecken und Enden raus. Sorry für diese ungeschönte Wahrheit, aber deswegen befinden wir uns auf Klo. Hier passieren solche Sachen. Das Klo ist wirklich das, was ich die letzten Tage am häufigsten gesehen hatte. Und wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Geschichte war? Ich bin halt Freitag so nach Hause in meine Wohnung gehechtet, war noch am Struggeln, hole ich mir ein Taxi, schaffe ich das alleine? Was machst du, wenn dem Taxifahrer sagen muss, halt mal an, ich muss, es kommt, platzt mir gleich aus allen Öffnungen raus? Auch komisch. So, hab's tatsächlich geschafft, mit den Öffentlichen irgendwie nach Hause zu kommen. Komme zu Hause an und konnte wirklich gerade so noch auf Klo rennen. Aber das war halt auch so wieder dieser Struggle. Was zuerst? Hinten, vorne? Wo fängst du an? Was ist los? Wo fängst du an? Und entdecke halt, ich bin bei meiner letzten Klopapierrolle und da schon vor der Hälfte. Das ist so der Schlimmste. Das, was vermutlich alle Leute gedacht haben, als so Corona-Pandemie, so das Hamster losging. Genau diesen Moment habe ich live erlebt und ich hatte so die schlimmsten Magenkrämpfe meines Lebens. Und ich weiß doch, in der Nacht von Freitag zu Samstag rausgelöscht aus dem Kopf, hatte ich so den übelsten Schüttelfrost oder habe dann so krass Fieber bekommen. Ja, Toxine halt, ne? Bakterien, Viren, was auch immer mich da lahmgelegt hat. Ich leide halt immer noch so ein bisschen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin auch gleich fertig. Wir werden auch gleich jetzt in diesem Klo versuchen, ein bisschen zu überleben. Aber ich dachte mir, das ist doch eine Geschichte für die Shit-Chroniken, die euch zum einen erklären soll, was war jetzt die letzte Woche los. Und wenn ihr es das nächste Mal habt, trinkt zum ersten keine abgelaufenen Smoothies. Ich wollte es ja aus Nachhaltigkeitsgedanken irgendwie. Und um nicht irgendwie Geld umsonst ausgegeben zu haben, da spielten so mehrere Sachen mit rein. Und weil es halt bis jetzt immer gut gegangen war, dachte ich so, ja, passt. Ja, Satz mit X, nix. So, aber wirklich das Gefühl, der ganze Regenbogen aus meinem Arsch kommt, hatte ich bis jetzt auch noch nie. Jetzt bin ich vielleicht ein magisches Wesen, ein Einhorn. So, weiß es nicht, wenn Regenbögen aus Arschlöchern kommen, ist man ein heiliges Wesen, betet mich bitte an. So, ich will das, brauche das jetzt. Heute ist wirklich der erste Tag, wo ich mich so ein bisschen besser fühle. Aber ich merke es halt noch übelst in meinem Magen. Wie soll ich sagen? Ja, Farbbeschreibung habe ich euch ja jetzt mehrfach sehr plastisch dargestellt. Wo einige sagen so, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Ja, ihr seid bei mir gelandet. Das ist jetzt der absolute Deep Talk auf
Klo. Es ist eigentlich auch was völlig Natürliches. Aber etwas, was viele Leute irgendwie, naja, wie soll ich sagen? Guck mal, das sieht auch aus wie an die Wand geschissen. So Dünnpfiff verteilt. Ja, wenn du es halt nicht halten kannst, ne? Boah, das wäre krass gewesen. Stell mal vor, ich hätte in der Bahn gestanden und es wäre einfach rausgeplatzt. Boah, das wäre, glaube ich, so richtig. Also ich hätte wahrscheinlich in der vollen Bahn, in der ich gewesen wäre, sehr, sehr viel Platz gehabt. Aber es wäre mir, glaube ich, unfassbar peinlich gewesen. Und es hat, glaube ich, auch sehr gestunken. Und ich glaube, es wäre jetzt so mal plastisch in meinem Kopf vorgestellt, glaube ich, wäre es auch sehr eklig gewesen, wenn die Suppe dann so dein Bein so langsam mit den Schuh... Okay, lassen wir das, sonst wird mir selbst schlecht. Ja, schön. Jetzt haben wir alle ein schönes Bild vor Augen. Aber so eine Fälle sind sicherlich auch schon vorgekommen. Ganz grausame Geschichte. Wirklich ganz grausame Geschichte. Und was soll ich sagen? Momentan ist meine Ernährung zwischen Zwieback und Toastbrot. Und ich habe noch eine sehr spannende Erkenntnis und eine große Frage an euch da draußen. Mir ist nämlich aufgefallen, heute Morgen, als ich mir dachte so, labbriges Toastbrot ist jetzt eher weniger geil. Mach es dir im Ofen warm. Warum im Ofen? Ich habe keinen Toaster, weil das ist gefühlt jetzt die erste Packung Toastbrot, die ich bestimmt seit 10 Jahren mal wieder... Ich habe keine Ahnung, weil ich das letzte Mal Toastbrot zu Hause gegessen habe. Da habe ich auch zu Hause gewohnt, glaube ich. Danach nie wieder Toastbrot geholt, weil es für mich einfach keinen Nährwert hat. Und das ist wie... Ja, ne. Und so der Sandwich-Typ bin ich jetzt eher weniger. Ich bin eher mehr so Baguette. Es muss etwas im Mund... Da muss Volumen vorhanden sein, es muss Crunch haben, es muss knusprig sein, es muss einen weichen Kern haben. Ich bin mehr so eine Baguette-Tante, so, weißt du? Aber das auch sehr, sehr selten. Allgemein ist Brot sehr wenig geworden in meinem Leben. Das klingt auch irgendwie sehr traurig und verstörend, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich muss das Labarababer, wir sind schon bei 12 Minuten. Ihr wisst, was ich meine. So, was wollte ich sagen? Ja, da ist mir aufgefallen, als ich dieses Toastbrot aufgrund eines unglücklichen Klo-Zwischenfalls etwas länger im Ofen hatte, dass es hinterher geschmeckt hat wie Zwieback. Nur ein bisschen weicher noch in der Mitte. Da war jetzt meine Frage... Ist Zwieback, der eigentlich viel teurer als Toastbrot ist, ist Zwieback nicht auch einfach nur so ein vor sich hin geröstetes Weißbrot? Eigentlich ist es doch prinzipiell, ist es dann nicht günstiger? Man macht sich Zwieback selber aus Toastbrot im Ofen? Das ist so die absolute Sinnfrage, die mich heute schon den ganzen Tag beschäftigt hat. Vielleicht habt ihr darauf ja eine Antwort, wenn wir uns jetzt in diesem Klo weiter wegbewegen. Gefühlt sind wir, glaube ich, immer noch am Anfang, weil wir die letzten Male hatten wir 2 oder 3 Tode schon erlebt, aber wir haben ganz viel nur, wie soll ich sagen, ganz viel angetestet, aber irgendwie nicht so viel erreicht. Das Einzige, was wir wirklich stabil erreicht haben, ist hier dieser Trockner. Nachdem wir das erste Mal einen Stromschlag bekommen haben, war er dann wieder ganz. Da haben wir nochmal angefasst, ja, sind wir durch die Explosion gestorben. Also ich glaube, wenn man Dinge in diesem Spiel erreicht, bleiben sie irgendwie dauerhaft. Ergo, wir haben noch nicht wirklich viel erreicht. So, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht. Wie wären, kann man eigentlich auch nochmal raus? Kann ich eigentlich auch nochmal raus? Ich habe schon wieder vergessen, womit ich irgendwas tun kann. I can't leave yet. I have, was hat er gesagt? I need to destroy a toilet first. So, und zum Thema Destroy ist mir im Schnitt ein bisschen was aufgefallen. Des letzten Videos. Wir haben ja hier diesen fantastischen Flyer zu Toilet Grenade, wo ich ja auch gesagt habe, guck mal, das gibt's ja sogar wirklich. Was ist denn? Weil hier daneben steht, ich war einfach so blöd das letzte Mal, so verstrahlt von genervt sein und blind vor Wut. Weil hier daneben ja auch der Hinweis steht, please don't destroy toilets. Was ist denn, wenn wir irgendwoher diese Granate bekommen? Frage wäre jetzt nur, woher? Ich weiß es noch nicht, weil so offensichtlich kriegen wir jetzt keine Granate. Okay, also wir können auch nicht mehr aus dem Klo raus. Das ist ja auch die Horrorvorstellung, die Horrorvorstellung schlechthin, weil wir wissen ja, irgendwo ist auch noch ein Mörder. Also wir wissen irgendwas mit Granate. So, dieses komische Tentakelmonster haben, was? No doubts. Dieses komische Tentakelmonster haben wir ja schon gesehen. Das kommt hier irgendwo aus dem Abfluss raus. Das heißt, da müssen wir uns so ein bisschen auf oder beziehungsweise in Acht nehmen. So, have you seen this man? Sounds important. This man is a war criminal. So,
Und dann haben wir ja, wenn wir hier Müll gucken, haben wir ja dazu auch noch einen passenden Zettel zu der Geschichte. Ich muss mal ein bisschen gucken, wie das jetzt hier mit der Bedienung war, aber ich glaube... Hier. I belong in the trash. Ich habe mir im Schnitt... kam mir die Frage, was ist denn, wenn das so eine tiefgreifend philosophische Frage ist, so von wegen, er ist ja als Mörder angeklagt, wenn er sich selbst fühlt wie Müll. I belong in the trash, ich gehöre in den Müll. Weißt du, wie ich meine? 5! OMG! Ich gehöre in den Müll. Vielleicht gehört auch das in den Müll. You did a thing. Also. Weißt du, wie ich meine? Dass das so eine Sinnfrage ist. Aber was heißt denn 5? 5. 5. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Wir machen einfach alles wieder in den Müll rein. Ah, wait. So. 5. 5. Sollen wir irgendwas 5-mal machen vielleicht? Weil, können wir die alle abheben? Nee. Ich bin jetzt nur auf die Idee gekommen, das abzuheben, weil ich diesen kleinen rosa Bogen da gesehen habe. Weißt du, wie ich meine? Mehr habe ich ja gar nicht gesehen. Aber was machen wir jetzt mit Zahl 5? Okay. Was könnte man hier jetzt mit diesem Teil machen? Er ist ja jetzt zusammengeknüllt. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht zusammenknüllen. Kann ich das irgendwo rüberwerfen? Was ist denn, wenn ich das Ding jetzt rüberwerfe? Können wir da Wasser drauf machen? War ja auch noch was wir ausprobieren müssen mit dem Typen, der da in dem zweiten Klo ist. Er gibt uns ja irgendwie dann einen Zettel. Und auf diesem Zettel steht ja irgendwie nicht nass machen. Und wir haben es nicht nass bekommen. Das werden wir auch gleich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich räume vielleicht nochmal ein bisschen auf. Ja, ich lasse das jetzt mal so ein bisschen nochmal an. So, wir werfen das jetzt mal wieder in den Müll rein. Who fixed it? This is odd. Ich weiß nicht, was er meint. Das sieht fast aus wie so eine Maske, die man aufsetzen könnte, oder? Tja. Ich werfe es einfach dazu in Müll. Aber den Müll kann man jetzt auch nicht irgendwie hochnehmen oder so, ne? Tja, also erst Toilette zerstören. Aber was ist mit 5 gemeint? 5 mal raufdrücken? Geht nicht. Sounds important. Aber haben wir irgendwas, was hier mit Nummern? 5. Vielleicht 5 Dosen? 5. Ich sehe hier auch nichts, was mit der Zahl... in Verbindung steht. Hier steht I lost my magic marker. Stand das vorhin schon? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. So, und hier heißt es, zerstöre erst die Toilette. Okay, pass auf. Dann werden wir hier jetzt einfach mal in das Klo reingehen und auch die Tür wieder zumachen. So, weil wir so nämlich Chapter 1 aktivieren. So, pass auf. Dann setzen wir uns jetzt mal aufs Klo. Und... weinen. Noch mal eine Runde. So, dann... geben wir ihm jetzt das Klopapier. Weil er uns dann... wir hören mal auf zu weinen. Und stehen noch mal auf. Wie konnte ich denn aufstehen? So, er gibt uns nämlich einen Zettel mit Don't Leave. Aber wir werden natürlich trotzdem rauslaufen,
Weil wir das jetzt mal volle Möhre ignorieren. Haben wir den Müll eigentlich schon mal ausgeräumt? Aber hier ist nichts weiter drin, ne? Können wir hier eigentlich spülen? Schade, können wir auch nicht. Also das mit der 5 irritiert mich maximal. Das mit der 5 irritiert mich einfach hochgradig. Weiß ich nicht. So, pass auf. Er sagte ja, geh nicht raus. Wir machen es trotzdem. So, make him leave. Habe ich bis jetzt halt auch noch nicht verstanden. So, pass auf. Dann hustet er und gibt uns diesen Zettel. Don't show them. Wet it. Und ich werde jetzt mal probieren, dass das jetzt hier irgendwie da drin landet. So zum Beispiel. Mega. Pass auf, dann machen wir es jetzt aus. Aha. Okay, wir sollen... Warte mal. Aber da ist doch eindeutig... Wait. Da ist doch eindeutig das Waschbecken drauf. Sollen wir jetzt raufspringen? Wait. Okay, und jetzt? Ah, hier. They watching? Was? Was? Warum ist denn da ein Fotodings? Was zum? Hat meinen Arsch fotografiert. Entschuldigung? Make him leave. Soll ich ihm das Bild rüber? Warte. Ey, hier, guck mal, hier ist ein Bild. Aber wie soll er denn jetzt... Soll ich... Ah. Aha! Warte. Warte. Ich will ein Foto machen. Ich habe ihn nicht erwischt, ne? Okay. Irgendwas Merkwürdiges geht vor sich. Aber ist die Uhr jetzt? F to shoot. Aber guck mal, wir haben die Uhr jetzt überlebt. Kann es sein? Kann es sein, dass wir die Uhrzeit überlebt haben? Kann es sein, dass wir die Uhrzeit überlebt haben? Weil... War das das Richtige, auf die Uhr zu dingsen? Können wir da jetzt mal... Also, Entschuldigung... Ich fotografiere gerade fremde Leute, ne? Ihr wisst das. Das ist nicht nice. Das ist richtig gar nicht, überhaupt nicht nett. Alter, warum liegt hier so viel Müll? Können wir mal ein bisschen aufräumen? Bisschen Ordnung hier mal bringen? Ich weiß zwar nicht wieso, aber in diesem Klo fühle ich mich langsam ein bisschen heimisch. Darf ich das so erzählen? Aber, ey, ich sag euch, ne? Oh nein, die Uhr! Die Uhr! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein. Toll. Hätte ich da jetzt noch was tun können? Diese scheiß Uhr, ne? Das ist ein Ende, was wir noch nicht hatten. You got crushed by a tentacle. Now the mysteries of this place will never be solved. Ja, es sind nicht alle Dinge, die auf Klo passieren, löst man. So, ich habe gesagt, wir skippen, solange wie wir noch nicht alle Sachen durch haben. Nummer 10. Ach, Friends. Ach, wie dumm. Oh, warte mal, ist das hier ein Zettel? Hier ist jetzt ein Zettel am Start. Sorry for the last time, now it is fixed. Jetzt ist es repariert. Tatsache, es sieht ganz gut aus. Können wir es ja jetzt bedienen? Aber es explodiert trotzdem noch. So viel zum Thema repariert. Kaputt repariert. Aber da lag jetzt ein Schraubendreher oben drauf. Mit dem Schraubendreher können wir jetzt mal ein bisschen dran rumspielen. Und gucken, ob wir irgendwo... Versuch Nummer 11 schon, Alter. Ich fühle mich ja richtig schlecht. Können jetzt mal gucken, ob wir mit der Geschichte irgendwas aufdrehen oder aufschrauben können. Keine Ahnung, wie es... Was ist denn mit dem Ding hier oben zum Beispiel? Aha, 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 aha. Sesam, öffne dich. Können wir auch Klos irgendwie abschrauben? Kann ich irgendwas... Kann ich Schilder abschrauben? Sieht jetzt nicht so aus. So, Kaninchen crasht uns ein bisschen die Aufnahme. Ist wieder High-Quality-Content bei mir. Was war denn das jetzt? Schwingen mit dem... Oh, guck mal, da oben sind Sachen drin. Da oben sind einfach Sachen drin. Da oben sind... Oh, ist das eine...
Kill him! The cake is a lie. The cake is a lie. Aber hier ist einfach mal... Wir sollen noch ein Klo zerstören. Achso, ich muss erstmal... Ah, lauf! Lauf! Ist das Klo jetzt gestört? Kaputt? Hä? Ja, der Satz mit X, nix. Also noch nicht mal das kriegt sie hin. Sie kriegt noch nicht mal das Klo richtig zerstört. Da war nur eine drin, ne? Ah, da ist noch eine. Da ist noch eine. Nehmen wir doch noch eine. Es tut mir leid, das Kaninchen gerade irgendwie so ein bisschen laut ist. Hier am Start. Da ist noch eine. Nehmen wir die. Kill him hat es gesagt, ne? Aber wenn ich die nicht geworfen kriege. Ah, ich krieg sie nicht. Ich hab mich selbst getötet. Super. 100 Punkte. You killed yourself. Ich werde mal kurz warten, bis Buddy fertig ist. Und dann werden wir weitermachen. So. Ich glaube, er ist jetzt fertig. Gehen wir doch die Geschichte nochmal an. Aber es heißt, wir müssen jetzt jedes Mal neu aufschrauben, oder? Kriegen wir hin, würde ich sagen. Kriegen wir hin. So. So sieht das aus. Ganz elegant. Einfach nur Schraubendreher ranhalten und Rest macht der magische Schraubendreher. Wo habe ich den jetzt einfach verloren? Ich habe keine Ahnung. Und was es hier mit der 5 auf sich hat, habe ich auch absolut keine Ahnung. Es sind so viele Dinge, wo ich keine Ahnung habe. Vielleicht... Achso, da ist der Schraubendreher. Vielleicht heißt es auch, ich muss genau diese Toilette zerstören. Aber ich glaube... Also ich werde, glaube ich, erstmal eine ganz normale Toilette zerstören. Dazu werden wir die Toilette einfach mal aufmachen. Nein, ich wollte gar nicht rauf. Ich wollte sie einfach öffnen. Hallo? Entschuldigung. Kann ich bitte... Ah, wir können den Deckel gar nicht normal öffnen. Ah, das ist halt eine gute Frage, weil wir müssen halt wirklich treffen, ne? Wir müssen halt wirklich treffen. Wenn wir die Granate jetzt haben... Ich krieg die Scheiße einfach nicht raufgeworfen. Das gibt's doch nicht. Also werden wir uns das, glaube ich, noch ein paar Mal selber töten. Bevor wir irgendwas anderes Positives erreichen. Aber wir kommen irgendwie weiter. Das ist doch auch random. Es wird zwar tausend Versuche irgendwie brauchen, glaube ich. Bis wir hier irgendwas erreichen. Oh, können wir ihm die Granate nicht in die Hand geben? Das heißt doch Kill him. Warum will ich das eigentlich drüber werfen? Ah, ich habe noch eine andere Idee. Ich habe noch eine komplett andere Idee. Ich werde die Schose abziehen mit der Hand. Pass auf, das ging doch hier, wenn ich zumache. Chapter 1, Hand. So, pass auf. Ich glaube, wenn ich anfange zu weinen. Ich muss halt richtig aufs Klo erstmal. Doch, da. Hey, Bud, any chance you got some, toilet paper? Pass auf. Und statt Toilet Paper werden wir eine Granate, eine geladene, rauflegen auf die Hand und ihn töten. So. Weil er hält ja jetzt die Hand. Zack. Ending 4. You killed your partner. Now the mysteries of this place will never be solved. Yes. Aber warum mein Partner? Hat jemand gesagt, dass das mein Partner ist? Bin ich ein Cop? Dann wäre es auch wild. Dann wäre es auch richtig wild. I lost my magic marker. Das finde ich ist auch noch eine sehr spannende Geschichte. Ich weiß noch nicht... Also ich weiß noch nicht, was wir damit anstellen können. Wir können erstmal probieren, ob wir vielleicht auch irgendwie andere Sachen aufschrauben können, abschrauben können, damit anstellen können. Ich werde mal hier oben raufspringen. Weil dieses Klo, in dem Klo sind ja auch mysteriöse Dinge am rum vor sich hingehen. Ich hänge fest. Ich hänge vor am Waschbecken fest. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hänge am Waschbecken fest, Mann. Können wir nicht, wenn dieses Klo out of order ist, können wir das nicht repairen? Können wir hier nicht rein? Also. Jetzt ist unser Schraubendreher weg. Habe ich den gerade rübergeworfen? Ich bin einfach auch zu doof, um mit solchen Sachen umzugehen, ne?
Werkzeuglegastheniker, Mann, das gibt's doch nicht. Aber warum ist er jetzt wieder hier? Wait a minute. Wait a minute. Können wir in das auch Sachen reinwerfen? Wait a minute. Wer wirft da Zeugs rein? Wait. Moment. Was passiert, wenn wir da das rüberwerfen? Bist du's? Vielleicht müssen wir das fünfmal werfen. Zwei. Drei. Wer bist du? Was ist da los? Von wegen out of order. Drei. Da kommt auch ansonsten nichts. Oder ist halt einfach vom Spiel so? Vier. Was ist denn? Hä? So, dann möchte ich es jetzt irgendwie entflammen. Kann ich wahrscheinlich auch nicht. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Someone in there. Ja, ja, mein angeblicher, vermeintlicher Partner. Wir müssen ja immer noch ein Klo hochspringen. Ach, guck mal. Hier ist jetzt ein komplett anderes Plakat. Warum ist das jetzt ein anderes Plakat? Warum ist da ein anderes Plakat? Ich weiß nicht, was sonst davor war. Nice cock. This poster was made by the community. Doch. Aber das Bild sieht irgendwie komplett anders aus. Oh, ich bin verwirrt. Darf ich das mal sagen? Wir legen den einfach jetzt mal hier ab, falls wir den irgendwie nochmal brauchen. Ja, also. Wie zerstört man so ein Klo? Ich hätte ja gedacht. Don't destroy toilets. Wenn es in dieser Toilette steht, vielleicht müssen wir diese Toilette hier kaputt machen. Wir haben es da vorher, glaube ich, an einer anderen probiert. Und dann müssen wir auf jeden Fall weggehen. So. Und weggehen. Können wir jetzt vielleicht raus? Es hieß ja, don't destroy toilets. Und wir haben sie jetzt aber zerstört. Ich sehe die Tür tatsächlich aber nicht. Es ist auch keine Tür mehr da. Oh. Just pretend that there's a hole and enter the void. Was? Wie ein Loch. Was? Chapter 3? Axe? Was? 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 This joke was taken down because it was unfunny. Aber wo ist denn Chapter 2? Wir haben Chapter 2 übersprungen. Warum ist denn jetzt hier eine Wand dazwischen? In case of emergency, four yellow doors. Können wir es aufschrauben? Ich glaube, dafür brauchen wir einen Schraubendreher. Was zum? Was ist denn jetzt auf einmal passiert in diesem Spiel? Können wir es ja aufschrauben, bitte? Natürlich nicht, weil... Hallo? Wozu habe ich den Schrauben... Doch, ich wollte gerade sagen. Ah, warte mal, weil er hier nicht funktioniert. Weil es einfach nur... Huhu, kann ich jetzt Klotüren zerstören? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Take care of him! The private pile was here? Was willst du von mir? Was ist das? Ist das ein Gartenzwerg? Ist das eine Tür? Ist das eine Wand? Ich fühle mich gerade wie in Minecraft, als würde ich irgendeine Wand einhauen. Mache ich damit die Axt nicht kaputt? Ich weiß noch nicht. Take care of him. Ich bin absolut verwirrt. Was? You've been genomed? Genomed? Was? Du bist gegnomt worden? Ist das überhaupt ein Wort? Ist das ein Vokabel, die man sagt? Okay, ich will nochmal in diesen Raum hier rein. Das ist ja doof, dass wir das nochmal irgendwie erzeugen müssen. Okay, also, wie haben wir das gemacht? Wir haben den Schraubendreher genommen. Zack, 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 zack. Wir sind hier rauf, haben die
grandiose Granate. Wer noch mal wissen will, wo man die hat, wo es sie gibt. Erste Folge angucken. Ich hab nichts gemacht. Hat das Klo zerstört? Ja, es hat gereicht. So, da ist ein Loch. Durch die Tür durch. Chapter 3. Was hat es mit dieser Banane auf sich? Ich weiß nicht. Public Restroom Rules. No Joker Dancing. Und was? Keine Ahnung, was es ist. I couldn't come up with other rules, but really wanted to add that Joker meme. So, können wir auf Frauenklo? Was zum? Da hatte aber jemand richtig Hardcore-Periode. Was ist denn jetzt los? Und ich sage schon die Shit-Chroniken. Also, wenn du das erlebt hast, dann ist Ladies Washerum. Wie wäscht sie sich? Wie rum? Also so schnell, ich will eigentlich wieder in Kapitel 3 rein, Entschuldigung. Eigentlich suche ich immer noch Kapitel 2. Kann mir jemand sagen, was? Ach, einfach nur scary Text. Überleg mal. Vielleicht ist es Tentakel, pass auf. Das Tentakelmonster ist eigentlich... Ich weiß es. Es ist Ursula, die Meerhexe aus Ariel, die ihre Periode hat. Deswegen ist sie ein bisschen salty und weil es im Meer salzig ist. Sie ist ein bisschen salty, weil sie eine Periode hat und das ist ein Teil von ihrem Periodenblut. Rätsel gelöst. Dirty ist so schlau. Ich bin so klug. Homer Simpson würde sagen K-L-U-K. Ich bin so klug. Ich überlege, ob wir uns das Angucken dieses Zimmers für nächstes Mal noch aufheben. Ich glaube, ja. Ah, ich bin... Bin ich jetzt auf der Banane ausgerutscht und gestorben? Ist es jetzt... Ey, Sach. Alter, das gibt's doch nicht, oder? Ich bin auf der Banane ausgerutscht. Na! So, Ladies and Gentlemen, wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir auf jeden Fall bei den nächsten Shit-Chroniken herausfinden. Nämlich das nächste Mal, wenn irgendwelche gravierende Scheiße in meinem Leben passiert. Jetzt werden einige sagen so, oh, ist eigentlich was man niemandem wünscht, wenn demjenigen Scheiße passiert. Aber sie wird passieren bei meinem Glück in diesem Jahr. Und ich habe Freitagmorgen noch im Regen einen Glückscent aufgehoben, nachdem ich erst drüber weggelaufen bin, nochmal umgedreht bin, was ich auch so noch nie gemacht habe, und mir gedacht habe, boah, den hebst du jetzt aber mal auf, weil ich lasse sowas normalerweise sonst überliegen. Denke mir einfach so, ach, Glückscent, naja, lässt du das Glück für andere, die es brauchen. Dieses Mal dachte ich mir, boah, nee, du läufst zurück, du hast so viel Pech, du brauchst das Glück, nimm diesen verdammten Glückscent jetzt mit. Habe ich gemacht, offensichtlich ein paar Stunden später nicht so viel gebracht. Aber vielleicht muss ich so eine Wirkung von so einem Glückscent auch erstmal entfalten. Ich weiß es noch nicht. Ladies and Gentlemen, als Message für euch da draußen, immer positiv denken, wenn ihr krank seid, einfach aussitzen, schlafen, versuchen, Schmerzen zu lindern oder wenn man sich richtig scheiße fühlt. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe ganz viele Tage hintereinander gedacht, ich sterbe, weil es die schlimmsten Bauchkrämpfe meines Lebens waren. Wie gesagt, ich habe sie immer noch so ein bisschen, es ist immer noch nicht so ein bisschen, ne, Kreislauf ist auch noch ein bisschen am Arsch. Aber was soll ich sagen? Positiv denken, es kann nur irgendwann besser werden. Und ansonsten, shit happens. Ich wünsche euch einen zauberhaft schönen Tag. Für all diejenigen, die den Kanal noch nicht kennen. Ja, momentan sind wir so ein bisschen über Pech gebeutelt. Und eigentlich gibt es auch regelmäßigeren Content. Aktuell bin ich ein wenig verhindert. Das Universum möchte einfach nicht, dass ich diese Dinge hier tue. Also das ist nicht die Norm. Bleibt daher trotzdem am Ball, wenn ihr mögt. Und bis dahin genießt einfach den Tag. Wandert bitte nicht zum Dschungelcamp ab. Wobei das jetzt auch schon wieder vorbei ist, glaube ich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr am Ball bleibt. Und bis dahin, tschüss.